Modellraketen, die mit Highspeed in den Himmel steigen. Ein Nischensport, den nur wenige kennen. Doch für Darko Tokic ist es die Leidenschaft seines Lebens. Моя победа. Ой, конечно, красиво. Aber wir müssen sagen, dass jetzt schon. Seit dem Zerfall Jugoslawiens ist der Modellraketensport in Kroatien fast in Vergessenheit geraten. Darko will das ändern und hat einen Weltcup in seinem Heimatland auf die Beine gestellt. Auch aus dem Kriegsland Ukraine sind Sportler an die Adria gereist. Eigentlich sind gerade Ferien. Aber auf dem Schulgelände im kroatischen Pakoštane ist ein Projekt der besonderen Art im Gange. Darko Tokic will die Jugendlichen hier auf Modellraketen einschwören. Es war nicht leicht, Sponsoren für seinen Workshop zu finden. Međutim, raketno modelarstvo, osim u pojedinim dijelovima Hrvatske, nije ni poznato, ni prepoznato. To potiče kreativnost i služi u razvoju osobnosti. Tako i ovo služi. Tu ima puno znanja iz fizike, puno znanja iz aerodinamike. Modellraketenbau ist eine sporttechnische Disziplin. Alex ist 16, aus Polen und seit seiner frühen Schulzeit in einem Verein. Immer die Zeit, die fasziniert. Ova marka sam spomenuo, da neće samo raditi ove klasične rakete, nego će naučiti i izraditi raketoplan. Bile su oduševljene. Der pensionierte Schuldirektor hat Jugendliche aus ganz Osteuropa in seine Space Modeling School gelockt. Auch Ivona aus dem Raketenclub seiner ehemaligen Schule. Schon am ersten Abend des 5-Tage-Workshops werden die ersten Raketenflugzeuge getestet. Je länger sie gleiten, desto mehr Punkte gibt es für den Flug. Eine wichtige Übung. Denn Ziel ist, dass die Jugendlichen nach dem Workshop mit ihren Modellen an einem richtigen Weltcup teilnehmen, den Darko ebenfalls organisiert hat. Für die 16-jährige Ivona ein großer Ansporn. A to je, da li je shuttle avion ili je to svemirski brod? Challenger, recimo, ili Columbia, neki od tih shuttle-ova. To je svemirski brod. To je raketa, samo ima oblik aviona. Njega pokreću raketni motori i to je ono što je osnovno. Zu Jugoslawien-Zeiten war die Sportart weit mehr verbreitet. Darko will ihr zu neuer Blüte verhelfen. Darko lebt in Pakoštane, einem kleinen Touristenort an der Adria. Dass hier ein Modellraketen-Weltcup stattfinden soll, ist eine kleine Sensation. In Kroatien fand bisher nur einer statt, vor über 10 Jahren. 2 Vereine sind sogar aus der Ukraine angereist, mit Sondergenehmigung, da wehrfähige Männer das Kriegsland eigentlich nicht verlassen dürfen. Rodion beschäftigt jetzt noch, wie rabiat die ungarische Grenzpolizei sie und ihre Modellraketen behandelt hat. Вона здивилася, машина повністю. Тобто розбирали ящики, доставали з ракетами. А вони не розуміють, що вони крихкі, і вони їх просто беруть і зжимають в руках. Тобто вони не знають, як то можна просто зламати дуже легко. Rodion kommt aus Dnipro, einem bedeutenden Zentrum für Raumfahrt und Raketenindustrie. Einer der jüngsten in der Gruppe ist der 16-jährige Michailo aus Nizhyn. Коли почув літак, перша реакція це потрібно подивитися на небо, переконатися, що це, ну, не якась ракета або шахіт. Mm-hmm.
Це відео, коли ми сиділи на уроці англійської мови, пролунав сигнал повітряної тривоги, і ми мусили йти в укриття задля нашої всесередовища, де не було війни, і відпочиваємо від неї, забуваємо про це. Але ми все одно маємо тривожність, тому що наші родичі знаходяться в Україні, наші друзі і так далі. І ми бачимо ці новини, які там відбуваються, і ну, ми не можемо це просто взяти і викинути з голови. Так. А так пишемо, от пишуть «Увага, Дніпро, загрози зі сходу, пара хвилин і заховуйтесь». Тобто це пише, коли ховатися і так далі. Seit Kriegsbeginn können die Modellraketensportler nicht mehr trainieren, weil der ukrainische Luftraum geschlossen ist. Für den Weltcup haben sich Sportler aus 9 Ländern angemeldet. Wegen seiner Wettbewerbserfolge wurde Darko vom Olympischen Komitee Kroatiens zum Spitzensportler gekürt. Auch er will beim Weltcup antreten, wenn ihn jemand als Leiter vertreten kann und er seine Modelle fit bekommt. Insgesamt gibt es 12 Disziplinen im Modellraketensport. Darko will zuerst seinen Drehflügler flott machen. Bitte, dass er otvori. I da onda počne rotirati. I na taj način se lagano spušta. Sporije, ja se nadam da moj neće kao kamen pasti. Meni je ona što mi je najvažnija disciplina. I koju stvarno želim nastupiti, jesu ovi raketoplani. Ovo je jedan od, ovaj raketoplan koji je bio na 7 natjecanja. 7 puta sam ga koristio, vidi se da je malo pohaban, ali kao i onaj moj mobitel. Raketengleiter sind Darkos Spezialität. Auch seine verstorbene Frau war Meisterin in dieser Disziplin. In Erinnerung an sie startet Darko seit 10 Jahren bei jedem Wettbewerb in dieser Flugklasse. Seine Leidenschaft für Raketen hat er als kleiner Junge entdeckt. Außer toga, ja mislim da svako kad gleda zvijezde i kad gleda nebo, razmišlja o tome što je tamo, kako otići tamo, na koji način. Ovo je ipak početak. Ovo je ipak početak nekakvog odlaska prema gore. In seiner Kindheit haben Darko besonders die sowjetischen Weltraumhunde fasziniert. Belka und Strelka und natürlich Laika, die das erste Lebewesen im All war. Kada se sjetim Laike i kad znam pod kakvim uvjetima je umrla od vrućine i bez kisika, da to nije ni lagana ni jednostavna smrt. S druge strane imate pse koji su se ipak vratili, da ta Laika nije žrtvovana. Ko zna kad bi čovjek odletio? To je više sad utrka ko će poponijeti više tereta i jeftinije u svemir. Die Königsklasse im Modellraketensport ist die Kategorie S7. Originalgetreue Nachbauten real existierender Raketen. Bei diesen Modellen wird neben dem Flug auch der Bau bewertet. Pa, ovo je maketa američke balističke rakete. Rakete Nike Tomahawk, koji je naravno vjerni prikaz stvarne rakete. I on će odraditi sve svoje elemente onako kako to odrađuje i originalna raketa. A kažem, to je balistička raketa, gore je u principu eksplozivna naprava, jel? Dakle, to nije raketa za lansiranje u svemir, već je to malo drastični oblik rakete koji služi za gađanje ciljeva na zemlji. Nije možda baš najbolji izbor raditi takve makete, ali dobro. Izbodovana na svjetskom kupu u Slovačkoj prošle godine. Dakle, i sve ove rakete koje mi danas gledamo, po krajnjoj liniji i program Apollo, sve se to bazirali na balističkim raketama. Dakle, nisu bile to isključivo rakete za istraživanje svemira ili odlazak u svemir, nego su to na balističkim raketama se temeljili. Rusi su isto tako lansirali rakete koje su skidali nuklearne glave i stavljali kupole sa ljudskom posadom. I s tim su letjeli u svemir. Zeit, seine Tomahawk startklar zu machen, hat Darko nicht. In 2 Tagen soll der Weltcup beginnen.
Und Darko muss noch viele Formulare für den Internationalen Luftsportverband FAI ausfüllen, damit die Ergebnisse weltweit gewertet werden können. Der nächste Morgen im Zentrum von Pakoštane. Die Ukrainer wollen ihre S7-Modelle für den Weltcup anmelden. Im Rathaus werden die Modelle bis zum Abend zu besichtigen sein. Und hier wird auch ihr Bau von der Jury bewertet. Michailo geht mit dem Nachbau einer Saturn V ins Rennen, der Trägerrakete des amerikanischen Apollo-Programms, das 6-mal Menschen auf den Mond gebracht hat. 2 Jahre hat Michailo recherchiert und an dem Modell im Maßstab 1:109 gebaut. Das Original war 110 Meter lang. Більше моделі за історію людства не було, аніж Сатурн V. Ну, взагалі, все, що стосується космосу, це досить цікаво для мене, а підготовок до змагань це все досить круто. І, можливо, я в подальшому свою кар'єру, своє життя пов'яжу із ракетомоделюванням і саме інженерії в цьому русі, можливо, ракетоконструктор або авіаконструктор, ну, щось в цьому роді. Alle Wettbewerber müssen ihr Modell genau dokumentieren. Unter den Konkurrenzraketen sind viele Meteor-Nachbauten, eine polnische Höhenforschungsrakete. Ну, це досить така конкурентоспроможна ракета, адже ми бачимо, тут є метеори, вони по одному ступеню, метеор третій він 3 або 2 ступені, точно не пам'ятаю, ну, але він не таким конкурентоспроможним саме в польоті. Саме зайняти призові місця, в принципі, є, але на перше місце треба поборотися. Am nächsten Tag soll der Weltcup beginnen. Doch am Nachmittag zieht ein Sturm auf. Kritisch für Modellraketensport. Wenn anhält, ist es aus mit dem Weltcup. Darko zeigt Vertretern vom Internationalen Luftsportverband FAI den geplanten Flugplatz für den Weltcup, um ihre Meinung zu hören. So ein Wind passt uns sicher nicht. Prilazni put nije, ne znam kakav, ali najveći problem je u ovom momentu što smo rešavali, evo ovde je ovaj vetar koji je ovaj i u kom pravcu da se postavi start. Natjecanje će se svakako držati. Posle granice. On se stvarno trudi da to bude što kaže što bolje i sve. Međutim, mislim da je trebalo da ima veći tim od ovoga. On je sam, ne jedan čovjek to sam da savlada, to je nemoguće. Der Sturm hat auch die Junior School erreicht. Die Jugendlichen mussten in die Sporthalle ziehen, um ihre Modelle für den Weltcup fertigzustellen. Es ist der letzte Tag des Workshops. Ivona und die anderen arbeiten am Flatterband. Es spielt eine wichtige Rolle für eine gute Bewertung des Fluges, so Pole Alex. Zum Abschluss gibt es Medaillen für die Teilnahme. In Zukunft soll die Junior School aus 3 aufeinanderfolgenden Sommerkursen bestehen, so zumindest Darkos Traum. A što se tiče ostaloga, sad tek predstoji najteži fizički posao, 3 dana natjecanja. Der nächste Morgen. Der Sturm hat sich gelegt. Dafür gibt es Nebel. Keine idealen Wettbewerbsbedingungen. Doch die Sonne setzt sich durch, pünktlich zur Eröffnung von Darkos Weltcup.
and I hope that it won't be the last time. I hope that we have a good time here. Keep on with our competition. On behalf of FAI, I would like to declare this competition as open. Thank you. Über ein Jahr lang hat Darko den Weltcup vorbereitet. Jetzt geht sein Traum endlich in Erfüllung. 86 Sportler sind gekommen. Damit ist es einer der größten Weltcups des Jahres. Competitor, ready? Timekeeper. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Start. Bewertet werden je nach Disziplin Flughöhe und vor allem Flugdauer. Start okay. Die Modellraketensportler kommen aus Kroatien, Polen, Tschechien, der Slowakei, Serbien, Slowenien, Bulgarien, Estland und der Ukraine. Darunter sind auch Welt- und Europameister. Sie können hier in 7 verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. 5 davon sind Standard für jeden Weltcup. Die Wettkämpfe an diesem ersten Tag haben sich oft verzögert. Trotzdem bleibt Darko optimistisch. Fizički svakako jesam umoran, ali to ja uopće ne osjećam. Iz jednostavnog razloga što je zadovoljstvo da je ovo ipak krenulo i da će sad sve, bar bi trebalo, sad sve teći svojim tijekom sljedeća 2 dana bez ikakvih turbulencija. Am 2. Wettkampftag startet Alex von der Junior School seine Rakete mit Flatterband. Es ist der 2. von 3 Versuchen. Michailo beobachtet die Konkurrenz genau. Jetzt zählt die Zeit bis zur Landung. Alex erreicht 83 Sekunden. Die erste Runde war nur durchschnittlich, aber ich denke, dieser Flug war gut. Nach Alex ist Ivona an der Reihe. Der Aufstieg war nicht 100% senkrecht. Doch es gibt ein anderes Problem. Sorry, the start is disqualified. Separate depart. Все страшніше, страшніше дивиться на ці отриви. Für die 3 Starts darf man 2 Modelle benutzen. Mindestens eines davon muss man zurückbringen, sonst ist man raus. Jetzt darf Michailo an die Startrampe. Er tritt fast bei jeder Disziplin des Weltcups an. Seine Lieblingsdisziplin mit der Saturn ist erst am nächsten Tag dran. Teamkollege Rodion hilft Michailo und will beobachten, wo seine Rakete runterfällt. Der Schwarzpulvertreibsatz wird elektrisch gezündet. Не падає, як так може бути? Недобра позиція для поля. Коли ти бігаєш, ти вже тіряєш орієнтири, ти не бачиш, де саме це вже воно сідає і так далі. Ну, тут більшість людей вона загубила по одній, хоча б або по дві моделі. Цікаво, знайшла сам то, боже, можу я опять спалювати. Боля ще бути опять добра, треба може мало поправити, само да буде ж боля, мало дуже лети. Але бітно, да сам я знайшла. Ти третій, я четвертий. Die Ergebnisse werden nach jeder Startrunde aktualisiert und auf einer Tafel ausgehängt. Michailo ist nicht zufrieden. Das fehlende Training macht sich bemerkbar. Якраз сказується нові системи, ми не можемо працювати вдома, і ми повинні працювати їх тільки в турах. І за цього якраз і виходять погані результати, тому що ми не відлаштували повністю моделі і на змаганнях вже літаємо. Der zweite Wettbewerbstag geht für Michailo mit Frust zu Ende. Auch für Darko läuft es nicht gut. Er hat niemanden gefunden, der ihn als Leiter vertritt, damit er zumindest in der Disziplin der Raketengleiter am Wettbewerb teilnehmen kann. Der Disziplin, in der Darkos verstorbene Frau Meisterin geworden ist. Wenn
da pokuša i ona nešto napraviti i mislim da je u tome bila više nego uspješna. Darko hofft sehr, dass er doch noch starten kann. Der letzte Weltcup-Tag. Die Kategorie der Raketengleiter hat begonnen. Ohne Darko. Die Jury des Internationalen Luftsportverbandes FAI hat strikt verboten, dass Darko Wettkämpfer in einem Weltcup sein darf, den er selbst leitet. Pa prema pravilima direktor natjecanja ne može biti zamijenjen drugom osobom. Ali su mi rekli da mogu van konkurencije lansirati jedan svoj model da se probaj da se vidi kako leti. Vrlo jednostavno. Ivona ist immer noch im Rennen. Ihr Raketengleiter startet mit zurückgefalteten Flügeln, die sich beim Erreichen der Maximalhöhe öffnen, wenn alles gut geht. Lehrer Soran von der Junior School hilft Ivona bei den Startvorbereitungen. Dann wird es ernst für die 16-Jährige. Es ist ihr zweiter Start. Der erste Flug hatte 0 Punkte. Oh, Lorena, nije se otvorio. Sorry, this start is disqualified. Se krila otvorila. Nešto se ne znam, ili zaglavilo, zalipilo, nisam se otvorila, jednostavno krila. Imam samo jedan model, prijateljica će mi otići po njega. Ako ga nađe, onda mogu se ponovo natjecati. Ako ga ne nađe, onda se ne mogu ponovo natjecati. Idem s tobom, koji boli kurac, alergiju. Ivona kämpft. Am Vortag ist sie nur 46. geworden. Das will sie heute unbedingt toppen. In einer Wettkampfpause ist endlich Zeit für Darkos Erinnerungsflug. Sein Freund Lado borgt ihm seine Startrampe. Dann ist es soweit. Darkos großer Moment. Das ist maximaler Let. Das ist wirklich jako miran, stabilan, izuzetno dobar let. Tako da bilo bi mi jako sad da nisam makar i na ovaj način startao i da nisam odao počast na neki način njenim rezultatima i uspjesima koje je imala upravo u ovoj kategoriji. Nach 20 Minuten gibt Ivona auf. Ihr Raketengleiter bleibt im Ambrosia-Feld verschollen. Für sie ist der Wettbewerb damit vorbei. Für die Ukrainer fängt dagegen der spannendste Teil des Wettkampfs an. Michailo geht schon bald mit seiner Saturn an den Start. Ihre Baubewertung im Rathaus blieb allerdings weit hinter seinen Erwartungen. Вже на цій моделі досить не всі деталі, які є на справжній моделі. Це тільки ті деталі, які ми могли побачити на фотографіях, на кресленнях і вже під масштаб підігнати і зробити. А спецефекти – це відділення головної частини Аполлона. Імітує справжнє відділення космічного корабля уже в космосі на орбіті. Взагалі ця модель дуже цікава через те, що вона має 3 ступені і в польоті вона може набрати багато балів. Teil der Wettkampfregeln ist es, das Modell vor Ort zusammenzusetzen. Gearbeitet wird nur mit gepuderten Händen, damit nichts verklebt. Якщо не розкриється парашут, то модель, в принципі, може потерпіти, може впасти. Michailo und seine Teamkollegen haben in diesem Jahr auch an der Weltmeisterschaft in den USA teilgenommen. Dort ist Michailo aber mit dem Nachbau einer anderen amerikanischen Dreistufenrakete gestartet.
Früher waren bei ukrainischen Modellraketensportlern auch sowjetische Sojus-Modelle beliebt. Seit der Annexion der Krim werden jedoch fast nur noch amerikanische Vorbilder nachgebaut. Auch Pole Alex nimmt an der Königsklasse teil. Mit dem Nachbau einer zweistufigen Meteor II, einer polnischen Höhenforschungsrakete, die bis zu 90 Kilometer hochfliegen konnte. Jeder hat zwei Versuche. Der bessere wird gewertet. Da die Vorbereitung des Modells viel Zeit kostet, schaffen die meisten aber nur einen Start. 5, 4, 3, 2, 1, start. Mit einem Preis kann Alex nicht mehr rechnen. Er reist ab. Gleich beginnt Michailos großer Start mit seiner Saturn-Rakete und dem Apollo-Raumschiff. Bei der Weltmeisterschaft in den USA vor einem Monat hat Michailo bei den Junioren den 6. Platz belegt. Jetzt will er noch besser abschneiden. Auch die Konkurrenz bereitet sich vor. Die Slowaken nebenan gehen mit einer europäischen Ariane 2 an den Start. Michailo ist als Erster dran. Alle Stufen trennen sich mit Fallschirmen regelkonform ab. Die Ariane startet gleich danach. Moment. 5, 4, 3, 2, 1. Auch bei diesem Flug verläuft alles wie geplant. Start okay. Політ був супер, тому що минулі роки дув вітер і модель чуть клонило. Тут вона полетіла рівно. В принципі, все дуже супер спрацювало, чітко. Після мене, да, одразу полетіла Аріана. Вона набрала стендову оцінку перша, і по польоту також гарно мені там було видно. І я їх вітаю. Der Wettbewerb ist zu Ende. Darkos letzte Aufgabe ist die Preisverleihung. Unter den Junioren war Michailo zwar Zweitbester in der Königsklasse, aber bei Weltcups wird nicht zwischen Altersklassen und Geschlechtern unterschieden. Deshalb geht Michailo leer aus. Insgesamt haben die Ukrainer aber sehr gut abgeschnitten. Auch ohne Training haben sie 6 Pokale abgesahnt. First place, Marian Gresch. Die Königsklasse hat allerdings der Slowake mit seiner Ariane gewonnen. Es ist der 11. Weltcup, von dem die Ukrainer 2023 Erfolge nach Hause bringen. In diesen schwierigen Zeiten sind gute Nachrichten wichtiger denn je. Kroatien spielt wieder im internationalen Modellraketensport mit. Während alle in ihre friedliche Heimat zurückkehren, fahren die Ukrainer dorthin zurück, wo sie echte Raketen als Waffen erleben.